Hallo, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück auf dem Kiosk-Kanal. Wir haben ja vor einigen Wochen unsere Aktion gestartet, Weihnachten im Schuhkarton. Zuerst die gute Nachricht. Mittlerweile sind hier schon einige neue Pakete angekommen. Ihr erinnert euch, dass wir genau mit diesem Paket gestartet sind. Einer unserer Lieblingskunden, Mahmoud, hat das... Mahmoud heißt er, ne? Ja. Ist ja dein Lieblingskunde, Pascal. Der hat dieses Paket vorbeigebracht und mittlerweile sind echt einige dazugekommen. Also locker 20 kleine Pakete. Manch einer hat das mit dem Schuhkarton auch nicht so ganz verstanden, aber da werden wir uns drum kümmern. Das werden wir alles in einen gesammelten Karton packen. Aber heute werden wir auch unsere Pakete dazu packen. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Nachricht und ich würde sie weder als gut noch als schlecht darstellen, denn wir haben eine E-Mail bekommen von Weihnachten im Schuhkarton selber. Ich habe ja auch im Video schon erwähnt gehabt, dass Weihnachten im Schuhkarton eine geschützte Marke ist, dass es wirklich eine Organisation gibt, die diesen Titel ins Leben gerufen hat und die sich darum kümmert. Allerdings war die Abgabefrist bei Weihnachten im Schuhkarton, ich glaube, zwischen dem 8. und dem 15. November, sodass unsere Pakete dort nicht pünktlich angekommen wären. Und deswegen haben wir gesagt, schauen wir nochmal, zu welcher Organisation wir das geben. Jetzt haben wir aber eine E-Mail bekommen und die lese ich doch gerne mal vor, denn die kommt von Samaritan's Purse. Die barmherzigen Samariter. Samaritan's Purse e.V. Das ist ein eingetragener Verein und die haben gesagt, hey, wir haben euer Video gesehen und würden uns wünschen, dass ihr eure Pakete zu uns bringt, denn wir würden für euch die Abgabefrist noch verlängern, beziehungsweise ihr könnt die auch nach der Abgabefrist zu uns nach Langwitz in die Weihnachtswerkstatt bringen. Was super ist, worauf wir auch eingehen werden. Das heißt, sobald wir die Pakete hier vollständig haben, ihr könnt ja bis zum 30.11. noch eure Pakete hier vorbeibringen. Dann würden wir am 1.12. und am 2.12. so in dem Dreh zu euch vorbeikommen und die vorbeibringen. Aber wenn wir uns dagegen entscheiden würden, dann sollten wir das Video offline nehmen. Was ich so ein bisschen, ja, okay, kann ich verstehen. Wir arbeiten hier mit eurem Namen. Ihr habt da das Recht dran. Aber das wird sich auf jeden Fall alles klären. Das heißt, für euch Zuschauerinnen und Zuschauer bleibt es dabei. Bringt gerne bis Ende November eure Pakete vorbei und dann bringen wir die Anfang Dezember in die Weihnachtswerkstatt nach Langwitz. Ich hoffe, dass wir da auch filmen dürfen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie so eine Weihnachtswerkstatt aussieht. Ich hoffe ja, dass Weihnachtsmann und KKG da wirklich arbeiten. Mit Trixie, Gilfi und Milfi, wie auch immer diese drei Elfen hießen. Und ich komme da als Grantelbart an und sage, hier, ich habe die Pakete für euch. Wie heißt denn mal der Kleine? Der Zwerg von Grantelbart? Ja. Boah, keine Ahnung. Ist der nicht auch irgendwie so wie Gargamel? Gamagon? Ganz komischen Namen. So, Weihnachten im Schuhkarton. Wir möchten uns darum kümmern, dass auch bedürftige Familien noch mehr Geschenke unterm Tannenbaum haben und ihren Kindern auch was schenken können. Und deswegen haben wir hier schon 9 Kartons aufgebaut, die ein sehr spezielles Design haben. Die habe ich nämlich mal designen lassen und ich habe bislang noch keine große Verwendung dafür gehabt. Kommen übrigens auch von unserem Partner ausgewählt verpackt. Danke an der Stelle nochmal für die Kartons. Jetzt kommen sie endlich mal richtig zum Einsatz. Und 9 haben wir schon aufgebaut. Ich werde jetzt den zweiten noch aufbauen. Und währenddessen kann ich ja schon mal erzählen, was unsere Herangehensweise bei Weihnachten im Schuhkarton war. Das ist der 10. Karton und die werden wir jetzt befüllen. Wir haben uns dazu entschieden, 10 Pakete zu machen, die alle den gleichen Wert haben. Das heißt, wir haben für jedes Paket die gleiche Menge und die gleichen Inhalte gekauft. Natürlich immer so ein bisschen unterschiedlich, ein paar verschiedene Motive, aber das zeige ich euch jetzt, was wir gekauft haben. Wir haben uns nämlich, warte mal, wie machen wir das denn am Schluss? Ich glaube, ich reihe die Kartons hier einfach mal auf. So, das sind die 10 Boxen und jetzt zeige ich euch, was wir gekauft haben. Wir haben uns nämlich auf die Schule konzentriert. Kleber braucht man immer. Im Kunstunterricht gerne auch mal bei mir war es zumindest immer so, der Kleber kam zum Einsatz, wenn ich meine Mappe am Ende des Jahres nochmal abgeben musste, um meine Note nach oben zu pushen, wurde ich immer ganz kreativ. Da habe ich ganz kreative Sachen immer in die Mappe reingeklebt, damit die Mappe am besten so schön wie möglich aussieht und ich eine gute Note drauf bekomme. Und das Highlight war, das muss ich jetzt mal erzählen, Biologieunterricht, Sexualkunde. Da dachte ich, was machst du in die Mappe, dass die schön aussieht? Ich muss die noch abgeben, damit ich noch eine 4- bekomme. Und dann habe ich aufs Deckblatt ein Kondom draufgeklebt. Ich weiß nicht, wie die Lehrerin reagiert hat. Die hat nie was dazu gesagt. Egal. So, Kleber, sehr, sehr wichtig. Dann 10 Bleistifte, brechen regelmäßig ab, braucht man zum Schreiben, braucht man im Mathematikunterricht. Auch immer sehr, sehr wichtig. Den Pizzaschneider habe ich privat gekauft. Ich weiß nicht, was der da in der Tüte macht. Aber ich verteile erstmal die Kleber. Zack. Damit hier in jeden Karton erstmal ein Kleber reinkommt. Hopp, 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 hopp. So, dann haben wir die Bleistifte. Sollte man nicht so schmeißen, weil die Graphitmine natürlich sonst bricht. Machen wir mal ein paar große Sachen nach unten. Wir haben jeweils einmal eine Packung mit Filzstiften. Filzstifte mit einer dicken Mine, mit einer dünnen Mine, damit man einerseits schön malen kann, Mandalas ausmalen kann, aber damit man sich, auch wenn man schon ein bisschen älter ist und in der Schule viele Texte liest, dass man sich da die wichtigen Sachen anmarkern kann. Auch wichtig für die Schule.
braucht man auch immer wieder, weil man sie immer verliert oder wie ich damit so lange rumspielt, bis sie kaputt sind. Geodreiecke, Lineale kriegt man immer wieder kaputt. Dementsprechend glaube ich auch nützlich. Dann brauchen wir natürlich für die Stifte, wenn sie ausgepackt sind, noch Advies. Und das meinte ich vorhin. Wir haben ein paar verschiedene Motive ausgesucht. Wir haben hier einmal mit Emojis, mit Hello Kitty, Mickey Mouse und Donald Duck, Prinzessinnen, Cars, Marvel, noch mehr Emojis und König der Löwen. Jetzt müssen wir gucken, weil jetzt haben wir es ja so ein bisschen zumindest geschmacksorientiert. Jetzt sollen wir nicht unbedingt bei Hello Kitty dann die Ritterspielburg reinpacken, sondern ein bisschen gucken. Wir haben jetzt hier noch die passenden Radiergummi. Und zwar einmal als Löwe, würde ich jetzt mal sagen, kommt zu den Emojis. Dann haben wir aber auch hier Rennautos. Und Rennautos würde ich dann eher hier bei Cars auf jeden Fall reinpacken. Helikopter hier bei den Superhelden. Och, guck mal, kleine Seelöwen. Die sind aber süß. Toll, oder? Packe ich mal hier zu den Prinzessinnen. Enten zu Mickey Mouse und Donald Duck. Löwen. Dinosaurier würde ich vielleicht dahin packen. Enten, Rennautos. Hä, habe ich da schon Radiergummi reingepackt? Wird schon wieder auftauchen, auf jeden Fall. Scheren, und zwar von Elsa, also Frozen. Haben wir hier noch Tiere, wird auch passen. So, machen wir hier, hopp, Schere, Schere. Da haben wir schon hier, 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 hier und hier. Fertig. Für die Bleistifte braucht man natürlich auch Anspitzer. Die sind wieder alle einfach farbig. Ach so, die müssen wir noch auspacken. Hopp und hopp, hopp und hopp. Hier sind übrigens die übrigen Radiergummis, die ich vergessen hatte. Die haben hier noch gefehlt. Damit es auch alles vollständig und fair bleibt. Habe ich jetzt irgendwo einen Anspitzer zu viel reingepackt? Ne, weil hier fehlt gerade einer, aber irgendwo muss ich dann ja... Ah, hier. Hier sind zwei. Hopp, jetzt passt alles. Als nächstes, natürlich, für die Pausen. Wenn diese Tüte noch einmal umfällt, dann drücke ich aber durch. Für die Pause braucht man natürlich auch Brotboxen. Haben wir auch verschiedene Motive. Hier haben wir einmal Frozen. Die würde ich auch hier zu dem Lilanen packen, damit es passt. Dann haben wir hier einmal Avengers. Sollten wir zu den Avengers packen. Da haben wir Spider-Man. Komm, das packen wir zu den von Cars. Haben wir nochmal Avengers. Hier Spider-Man. Vielleicht hier. Haben wir Frozen. Frozen. So, Stichwort Mappen aufwerten. Oder beziehungsweise das Bett vollkleben oder... Bücher oder sich einfach auf die Stirn kleben. Wir haben noch super coole Sticker gekauft. Prinzessinnen, Pferde, noch mehr Prinzessinnen und hier Mickey Mouse und Avengers. Wir hatten Glück, dass wir alles so bekommen haben, dass es thematisch passt. Dann kann ich nämlich die Avengers hier zu den Avengers packen, Cars zu dem Cars Advi. Da haben wir hier noch Prinzessinnen. Zack, zack, zack. Haben wir ein zu viel? Ah ne, hier fehlen die noch. Dann haben wir auch noch zum Spielen 3D-Puzzle gekauft. Ja, hier sind kleine Puzzle drin, die kann man dann zusammenbauen. Haben wir auch verschiedene Themen. Auch ganz viele Tiere. Frozen mit Elsa, Minions haben wir. Baby Shark. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das sortieren. Machen wir doch am besten mal die Minions hier rein. Frozen würde ich auch zu den anderen Frozen-Boxen packen. Dann packen wir die Fische hier rein. Hier haben wir eine Frozen-Box. Dann nehme ich noch eine Frozen Box. Frozen zu der Frozen Box und Paw Patrol zu der Box. So, dann Seifenblasen. Oh, super geil. Ja, für den Sommer packen wir da auch jeweils einmal rein. Kann man, glaube ich, nichts mit falsch machen. Und wenn ein Kind keine Seifenblasen mag, dann soll es sich damit die Hände waschen. Hopp. Und hopp. So, und zu guter Letzt, damit die Filzstifte und die Bleistifte auch einen Sinn haben, haben wir noch schöne Mandala-Bücher, Malenbücher gekauft. Auch mit verschiedenen Motiven. Prinzessinnen, Frozen, Winnie Pooh, Minnie Maus, nochmal Minnie Maus. Was haben wir hier? Cars, Lilo und Stitch, Cars und Star Wars. Da kriege ich sogar Lust, die auszumalen. Hier Cars. Wir hatten doch hier irgendwo, das hier können wir doch hier reinpacken. Hier ist noch was von Cars, hier passt Star Wars rein. Mein Timer klingelt. Star Wars können wir hier noch reinpacken. Hier ist Mickey Mouse, Mickey Mouse, Winnie Pooh, Prinzessinnen, Prinzessinnen. Perfekt. Das sind unsere Boxen. 10 Stück haben wir gemacht. Die packen wir jetzt auch hier unter unseren Weihnachtsbaum. Und ihr habt weiterhin die Möglichkeit, bis Ende November hier bei uns in den Laden vorbeizukommen. Ihr kennt ja die Adresse Langhansstraße 7 in Berlin-Weißensee. Und euer Weihnachten im Schuhkarton-Päckchen zu platzieren. Und Anfang Dezember fahren wir dann in die Weihnachtswerkstatt nach Langwitz. Und bringen die da zum Weihnachtsmann, der die dann an bedürftige Familien verteilt. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal, dass ihr schon hergekommen seid, um eure Pakete vorbeizubringen. Und auch danke an diejenigen, die noch kommen. Und
ich hoffe, wir konnten mit den Videos einmal auch so ein bisschen euer Bewusstsein noch erweitern, was das Thema Nächstenliebe angeht, gerade in der Weihnachtszeit. Und wir freuen uns schon auf das Video von der Weihnachtswerkstatt. Dementsprechend abonniert unseren Kanal, um das nicht zu verpassen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Und wenn ich da einmal PlayStation 5 lese, dann drehe ich aber am Rad. Dementsprechend habt ein schönes Weihnachtsfest und bis zum nächsten Mal. Ciao.